Hallo Leute und willkommen zurück im Superstar Boulevard bei New Super Luigi U. Im letzten Part haben wir hier die ersten 5 Level, ging relativ zügig schon abgeschlossen. Ich habe jetzt zwischen den Parts mir noch ein, zwei Items besorgt und die Leben nochmal ein Abhaus besucht. 96 hatten wir, jetzt haben wir 99, zumindest einmal im Let's Play auch mal die Maximalgrenze erreicht. Und jetzt geht's an das Level. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe schon mehrfach gelesen, dass dieses Level ziemlich knackig sein soll. Ich bin gespannt. Brandheißer Hürdenlauf. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einer feurigen Angelegenheit. Und dann, aha. Okay, scheint so, als wäre das hier irgendwie so eine... Ach du Scheiße. So eine Timing-Geschichte. Yo. Ja. Ist klar. Aber es läuft... Nein, nein, nein. War gut, dass wir einen Fluganzug haben. Boah, kurz durchatmen. Krasser Scheiß. Ich glaube, hier kommt es einfach verdammt nochmal auf Timing an. Und das war kein gutes. Verdammt, das ging so gut los. Verdammt. Fast das erste Leben im Spiel verloren. Was? Bye bye. Na, da ist aber einer ein Poser. Oder verdammt gut. Aber wahrscheinlich eher Poser. Okay. Okay, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Aber ich glaube, ich ahne, das war jetzt sehr glücklich am Anfang. So, hier schön... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das war doch noch im Rahmen des günstigen... Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Boah, ich kann hier nicht... Nein, ich kann hier nicht anhalten, sonst falle ich runter. Weil wenn man mit Highspeed da durchrennt, dann fällt man ja nicht über diese kleinen Abstände. Man kann dann einfach drüber wegsprinten. Deswegen bin ich jetzt nicht stehen geblieben. Aber wahrscheinlich hätte ich es doch mal versuchen müssen. Gibt's hier irgendwie... Weiß ich nicht, wann muss man hier... Ja, verdammt, und da sind wir auch schon klein. Das war kein guter Start. Aber ich glaube, es hängt hier wirklich einfach alles vom Timing ab. Okay, das sieht aber bis hierhin gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Yo! Ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. Was habe ich denn an Items? Ich nehme, glaube ich, mal eine Frostblume. Einfach, dass wir uns mehr Treffer leisten können. Und dann versuchen wir es nochmal. Aber ich fange an zu realisieren, was die Leute meinten mit, das wäre so unheimlich schwierig. Ach, verdammt. Irgendwie, der erste Versuch war direkt der beste, ne? Ich meine, das wird mehr Glück gewesen sein. Ich habe ja auch noch nicht wirklich hier eine... Ja, ja, ja. Okay, ich sollte meine Items nicht verbraten, das hilft eh nix. Bye bye. Ja, es wird mehr Glück gewesen sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, so wie ich Nintendo bei so einem Level einschätze, dass es da irgendwie... Sonst ist es ja auch kaum machbar, glaube ich. Dass es da irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt gibt, wo man... Das war wieder der falsche. Wo man loslaufen muss. Also es ist nur eine Vermutung, weil eben es sah an vielen Passagen so Mist. So verdammt gut aus. Man ist einfach weitergerannt und kam genau durch. Aber... Den erwische ich irgendwie nicht mehr. Okay. Aber ich weiß jetzt definitiv, was ihr alle meintet mit das Level ist knackig. Ach ja, der helle Wahnsinn. Okay, los geht's. Vielleicht... Nein, schon wieder nicht. Dann vielleicht, dass man... Ich versuche jetzt einfach ein bisschen rumzuprobieren. So mal direkt davor, direkt dahinter, genau in der Mitte. Dass man irgendwie... Ja, okay, so klappt's auf jeden Fall nicht. Dass man da so den Punkt rausfindet, wann man da am besten losläuft. Weil ich glaube, das macht bei dem Level schon viel aus. Puh, okay. Auf geht's. Nächster Versuch. Aber dieser rote Block, ich weiß immer noch nicht, was das soll. Ich versuch's jetzt mal mit ganz knapp davor, so. Okay, nee, das scheint die schlechteste mit... Ja, ja, okay, das war die schlechteste Methode. Ich glaube, am... Ja, Mitte oder ganz knapp dahinter. Irgendwie sowas. Oder es gibt keine Methode, das wäre natürlich fies. Aber das wirkt teilweise so flüssig aus. Ich versuch's mal direkt dahinter, so. Das sieht... Ja! Guckt mal einer an, Leute, das sieht doch schon viel besser aus. Also zumindest hier den Anfang. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also vielleicht ist das des Rätsels... Nein, des Rätsels Lösung. Mist. Das war jetzt ärgerlich. Ist klar. Was ist das denn für eine kranke Kacke hier?
Ja, aber ich hab's... Moment mal. Das ist nicht deren Ernst. Na super. Okay, Leute. Wie gewonnen, so zerronnen. Wir müssen also auf jeden Fall nochmal rein. Aber zumindest das ist das Rätsels Lösung, denke ich. Man muss anscheinend dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt loslaufen. Jetzt kommt mir eine Idee. Das ist überhaupt... Wir haben doch einen Stern. Ich war eben in der zweiten Welt und genau. Und hab da ein paar Sachen eingesammelt. Mit einem Stern müssten wir ja zumindest den Anfang mal... Was nehme ich? Eisblumen? Oder ich glaube, ich nehme mal den Fluganzug. Wobei, nicht, dass das eine schlechte Entscheidung ist wegen dem... Wenn man auf R oder L drückt, dieser Drehmove, dann fliegen wir ja hoch. Das könnte uns hier zum Verhängnis werden. Oh nein, 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 jetzt hier nicht die Zeit vergeuden. Komm schon, Luigi. Renn, renn, renn. Oh Gott. Viel zu wenig, ja, Scheibenkleister. Und schon... Das sieht nicht... Nee, 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 nee. Hier werden wir klein, wir müssen groß sein. Das starte ich nochmal. Man ist blöderweise mit dem Stern, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Das heißt, so wie wir es eben gemacht haben vom Timing, wird es jetzt kaum möglich sein. Aha, aber jetzt zumindest... Nein! Oh, jetzt vergeude ich hier schon wieder so viel Zeit. Mist. Und das heißt nämlich, dass wir dann hier nicht mehr in dem Flow sind, wie wir es vorher waren. Okay, wir sind aber noch groß. Ich versuch's noch. Nee, nee, okay, okay. Mist. Ich weiß, das ist jetzt unheimlich läppsch, wenn ich hier immer wieder rausgehe, aber ich habe nur den einen Stern und ich habe keine Lust, da ständig einen neuen zu holen. Und ich glaube, das ist einfach die einfachste Methode, um da groß rauszukommen. Außer wir schaffen es halt wirklich diesen einen Zeitpunkt. Das meine ich hier. Wir sind zu schnell. Wenn wir es schaffen, diesen einen Zeitpunkt... Ach, das war doof. Diesen einen Zeitpunkt perfekt abzupassen. Dann könnte es vielleicht auch ohne Stern gehen, aber... Okay, auf ein neues. Diese eine Stelle ist mies, weil wir da einfach zu schnell sind. Vielleicht ja genau das hier. Und hier vergeuden wir einfach viel zu viel Zeit. So, Moment. Vielleicht jetzt hier mal einen Moment durchatmen. Wie haben wir das eben gemacht? Möglichst nah hinten dran. Vielleicht passt es dann, dass wir hier wieder... Nein, sind wir nicht. Mist. Wir sind überhaupt nicht im Flow. Weil ich denke, das... Ja, verdammt. Anders kriegt man das Level nicht hin. Aber schon... Krasses Level. Lässt sich nicht anders sagen. Auf ein neues. Vielleicht immer nur ganz kurz auf... Ah, Mann, ich schaff's nicht. Hier vergeuden wir immer zu viel Zeit. Ja, komm, ist... Mist, ja, und schon wieder. God damn it. Puh. Also das wird jetzt definitiv ein Level, aber ich denke, das ist mir auch verziehen. Was ich häufig probieren werde. Weil, ich will das jetzt irgendwie nicht einfach... Jawohl, das war gut. Das war gut. Das will ich jetzt nicht einfach läppsch hinten dran schneiden. Nein. Mann. Der Start war so gut. Wir kriegen einfach nicht mehr dieses Timing rein, was wir am Anfang hatten. Wir müssen irgendwo in der Mitte mal versuchen, wenn der Stern vorbei ist, Pause machen. Und versuchen, das wieder in den Flow reinzukommen, wie ich das hier die ganze Zeit nenne. Okay, jetzt. Aber wo will man hier Pause machen? Na super. Na super. Okay, vielleicht einfach mal auf gut Glück. Nein, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Ja, komm. Und jetzt ist auch der Stern futsch. Nee, ich bin nicht Domtendo, Leute. Gordrak LP. Ich bin auch nicht schlecht. Ah ja. Okay. Der Stern ist weg. Also, versuchen wir es ohne. Vielleicht ist es... Ich will nicht sagen einfacher, aber vielleicht kommen wir so wieder besser in diesen, in das Timing rein. So, wie war das möglichst nah dahinter? Das sah jedenfalls eben. Ja, also ich glaube wirklich, das ist das Beste vom Timing her, wenn man versucht, kurz danach loszulaufen. So, jetzt nur hoffen, dass das auch hier noch, ja, sehr schön, noch kein Treffer kommt. Nein! Nein! Bitte! Nein, nicht Steuerung? Nein. Ja, weiß ich. Boah, nicht, dass wir hier noch sterben.
Ich meine, wir haben zwar nicht mehr viele Level danach, aber ich weiß nicht, wie schwer die noch sind. Gerade die Morgensternfestung. Ich habe zwar gehört, dass die... Was mache ich denn hier? Ich habe zwar gehört, dass die nicht so schwer sein soll wie im Original, also im Mario-Teil. Aber da mache ich mir immer lieber erstmal ein eigenes Bild. Wobei zumindest hier bei dem Level hattet ihr definitiv recht. Das ist mit Sicherheit das krankeste Level hier im Spiel. Okay, auf geht's, Luigi. Go for it. Okay, bislang ist es okay. Aber das heißt noch nichts. Jawohl, jawohl. Jetzt kommen die kniffligen Passagen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nicht treffen, bitte, 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 bitte. Ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und ja! Ja! Yes, Leute, da ist sie. Dritte Münze. Oh, ich habe schon befürchtet, dass ich das... Und Pixel Luigi, perfekt. Ich habe schon befürchtet, dass ich das ranschneiden muss, die Münze. Aber es hat geklappt, Leute. Perfekt. Ach, ich bin gerade zufrieden mit mir. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Puh, okay. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, war das das schwerste Level des Spiels. Also, ich bin gespannt, aber ich bin immer noch skeptisch. Hier, dieses Level hier. Morgensternfestung, ich bin gespannt. Aber natürlich machen wir erstmal Superstar Boulevard 7, Lakito, wechsle dich. Okay, was heißt das denn? Das ist doch dieser kleine Fritze da auf der Wolke. Genau, es ist auch das Wolkenlevel. Bin mal gespannt. Okay, die Feuerblume nehme ich doch. Dann kann ich den Knaben hier ein bisschen mit Feuer... Ich sollte vielleicht gezielt ballern, statt einfach drauf los. Mit Feuerbällen penetrieren. Okay, wo ist die... Aha, gut, dass wir die... Kann... Ich dachte, ich hätte alle erwischt. Das war doof. Das war doof. Oh, wieder ein Lakito. Und wieder eine Feuerblume. Sehr schön. Das ist aber dankbar. Weil sonst würde ich bestimmt nach meiner Grandiosität da vorbeifliegen. Aha, die zweite Münze. Sehr einfach. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier oben irgendwie auch in den Wolken... Nee. Noch mal eine Feuerblume. Also hier meint es Nintendo aber echt großzügig mit uns. Ist die dritte Münze vielleicht irgendwo im... Nee, da ist sie. Okay, also die Münzen sind nicht schwer versteckt. Okay, das war doof. Dann jetzt schnell vorwärts. Oha, kommt hier meine Plattform? Können wir den... Jawohl. Sehr schön. Wolkenwechsel. Wann kommt das Ende? Wo kommt es? Oh Gott, ist das krank. Aber wieder eine nette Idee, finde ich. Jawohl, da ist das Ende schön. Boah, ich dachte schon, das wird aber knapp. Gut. Okay, wirklich schwer war es nicht, aber eine weitere schöne Idee. Aber bislang, ich bin nicht enttäuscht, weil die Idee finde ich cool, aber ich hätte wirklich gedacht, dass ich hier in der Geheimwelt mehr leben lasse, dass ich hier häufiger neue Versuche starten muss. Ich besorge mir nochmal hier schnell ein paar Items. Okay, und jetzt besser aufpassen als beim letzten Mal. Wo sind sie? Okay. Pinguanzug und Fluganzug. Okay, ganz außen, wieder ganz außen. Ja, ich hab's ja noch. Hier auch. Ich glaube 4 und 5. Der letzte Move, der war ein bisschen fies, aber ich glaube 4 und 5. Jawohl, sehr schön. Okay, gut. Dann haben wir unsere Items auch wieder ein bisschen aufgefüllt. Und dann bin ich jetzt echt gespannt, Leute. Jetzt kommt sie, die Morgensternfestung. Ich hab ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Weil im Mario-Teil, wer es gespielt hat, wird mir da recht geben, da war das Level nämlich das schwerste des Spiels. Jedenfalls, wenn man alle Starcoins holen wollte. Oh je, meine, da habe ich auch etliche Leben verbraten und viele, viele Items. Ich bin gespannt. Rein da, auf geht's. Tick-Tack in der Morgensternfestung. Genau, mit diesen, mit diesen schwingenden Dingern kommen die... Oh, die kommen gar nicht zurück, die rotieren immer weiter. Das heißt, hier sollten wir uns wohl beeilen... Wie mies ist der denn? Aber okay, wenn wir ein bisschen weiter springen, müsste das passen. Okay. Ich pfeife jetzt erstmal noch auf Münzen suchen. Wobei, nein, tue ich nicht. Oder unten ist sogar schon eine. Ich wollte gerade sagen, nur wenn ich sie... Wenn ich sie sehe. Okay, ja, wollte gerade sagen, das rette ich nicht mehr. Erstes Ableben. Egal, einmal ist keinmal. Auf ein neues. Ah. Ah, ganz genau, Luigi. Let's go. So, jetzt aber. Nee, ich warte nochmal. Keine Gordrock-Hektik. Ich finde diese Feuerpartikel... Wie war das mit keine Hektik? Ich finde diese Feuerpartikel schön. Es gibt eine gelungene Atmosphäre dieses Levels.
Verdammt. Bei mir ist statt Luigi Mopsy erschienen, hä? Hä? Oh. Okay, ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Inwiefern erschienen? Ein Pixel Mopsy oder was? Verstehe ich nicht. Egal. Wir werden es schon noch rauskriegen. Okay, also hier nicht zu. Boah, wie mies. Also wir müssen es schaffen, genau ans Ende dieser Plattform. Ja, gleich am Anfang ein paar Mal gefailt. Geht mir genauso. Da müssen wir also schön am Ende landen, sonst sind wir zu hoch. So, jetzt bin ich aber doch mal so hektisch und gehe direkt. Jawohl, genau so, dass man direkt am Ende landet. So, einmal Pilz, komm her. Diese. Nein, nein, das war zu eilig. Zu eilig. Lieber mit ein bisschen Geduld und hier direkt runterrennen. Genau, sehr schön. Okay. Das war doof. Und wie machen wir das am besten genau, wenn der hier rüber. Yo! Nee, 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 nee. Nein! Nein! Der kommt ja zurück. Verdammt. Ich glaube, ich nehme noch mal ein Item, damit wir einfach einen Treffer mehr abkönnen. Ist mir jetzt auch egal, welches. Was nehmen wir? Fluganzug. Kann man sich wahrscheinlich besser mit retten, wenn wir irgendeinen Unsinn bauen. So, auf ein neues. Warum? Warum springe ich direkt? Okay, im richtigen Zeitpunkt. Genau, okay. Aber mit der Zeit, man kriegt das Level ja auch immer besser rein. Das werden wir schon hinkriegen. Es braucht sicherlich ein paar Versuche. Aber hier könnte man doch. Nein? Doch. In der Mitte. Ich wollte gerade sagen, das sah doch eigentlich so aus, als müsste man hier in der Mitte überleben können. Muss ja irgendwie auch. Wie soll man das denn machen? Also, das Level ist schon mies. Ich meine, wir sind noch nicht durch. Insofern kann ich noch kein abschließendes Urteil bilden. Wie mies. Aber. Ich finde es auf jeden Fall nicht einfach. Vielleicht ist das jetzt das Resultat, weil ich eben gesagt habe, es wäre bis dato zu einfach. Och, das ist nicht sein Ernst. Das war jetzt eigene Blödheit. Ich wollte mich natürlich ducken, aber als Pingu Luigi rutschen wir ja so komisch. Ja, das war jetzt natürlich daneben. So, jetzt. Boah, das war aber haarscharf. Also einen Millimeter weiter links und das wäre schon wieder gewesen. Man kriegt ja auch erst hier den Pilz, fieserweise. Okay, und Sprung. Ja. Boah. Nicht elegant, aber geschafft. Okay, komm schon. Ich glaube, ein Eichelpilz wäre hier unheimlich praktisch. So, komm her. Jawohl, jawohl, das war gut, das war gut. Ah, verdammt. Okay, hier warte ich jetzt einfach mal. Wie mache ich das am besten? Vielleicht, dass man dann links auf die Plattform springt. Ich habe Angst. Verdammte Dinger. Und wir haben noch keine Zeit, Leute. So, ich springe jetzt, glaube ich, schon drauf. Wie soll das gehen? Wie soll das? Wie soll das? Nein. Okay, Leute, wofür haben wir die Eichelpilze? Ich glaube, ich nehme jetzt einen. Ich meine, hiernach kommt, glaube ich, nur noch ein Level, was dann da vorne aufgeht. Ja, komm, was sollen wir mit den Teilen? Sonst verwahre ich die wieder bis zum Schluss. Ich nehme mal eine. Das wäre zwar sehr ärgerlich, weil wir jetzt können wir nicht mehr so feige fliehen. Wenn ich jetzt hier mir einen Treffer leiste, ist das Ding ja direkt weg. Logischerweise. Aber. Boah, zumindest können wir uns hier direkt mal auf so eine Art und Weise retten. Und. Nein. Boah. Ich wollte gerade sagen, erst wollte ich sagen, wir fliegen jetzt einfach oben drüber. So ganz läppsch. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja, okay, es ist ein bisschen, wirklich ein bisschen läppsch, aber ich pfeife jetzt mal auf die zweite Münze. Ich will sehen, was hier noch kommt. Könntest du bitte wieder normal werden? Danke. Okay, geht's da oben in die Röhre rein oder müssen wir weiter? Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Wie weit kommst du? Okay, weit genug. Und rein da. Ich glaube, da war der Pixel-Luigi rechts, oder? Man sah so einen kleinen Fuß. Okay, und hier ist die dritte Münze. Also zumindest die haben wir dann nicht verpasst. Oh, aber das sieht wieder gemein aus. Und man scheint da auf der Plattform getroffen zu werden. Okay, nach den drei Großen. Nach den drei Großen. Also nach den. Ach was, die. Die verändert ihre Position. Die bleibt nicht. Die dreht sich nicht in derselben Geschwindigkeit weiter. Okay, nee, nee. Ich bin feige. Ich gehe unten lang. Ist mir egal, ob wir ein Leben kriegen. Wobei ich hole mir einfach eins durch die 22.
Puh. Okay, damit haben wir das Level zumindest schon mal geschafft und es stimmt, das Level ist definitiv nicht so schwer wie mit Mario. Also im Hauptteil. Aber leicht fand ich es jetzt auch nicht. Und ich hab's mir jetzt gerade extrem einfach gemacht, den Mittelteil, dadurch, dass ich mit der P-Eichel einfach drüber geflattert bin. Wenn man das nicht tut, ist es definitiv fordernder. Nee, nicht jetzt. Okay. Gut, die mittlere Münze. Wir brauchen sie noch. Wir wollen sie noch. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich da jetzt gleich nochmal einen Fluganzug wäre wahrscheinlich sinnvoller. Ich meine, wir können dann zwar nicht den ganzen Mittelteil überspringen wie vorhin, aber verdammt. Na egal, wir kriegen hier eh einen Pilz. Wobei, vielleicht hätte man hier sogar ein Item gekriegt. Glaube ich aber eigentlich nicht. Nee, das machen die am Anfang ja eigentlich nie. Hätte man da unten eigentlich... Nee, da ist man auch nicht safe. Uah. Vielleicht jetzt mal die roten Münzen, wobei... Ich weiß nicht, ob ich dafür die Ruhe jetzt habe. Okay. Egal, Hauptsache rüber. Okay, und hier ist schon der Abschluss. Okay, sehr schön. Das müssen wir doch eigentlich hinkriegen. Rein da. Boah, das war knapp. Ich dachte schon, wir rutschen dran vorbei. Das wäre ziemlich fatal. Und jetzt können wir auch auf die dritte Münze pfeifen. Das heißt, wieder nach den drei großen. Da ist die größte Lücke von diesen Morgensternen. Da haben wir dann genau. Und hier gehe ich auch wieder unten lang. Schön die sichere Variante. Jawohl. Sehr gut. Oh Leute, die Zeit ist fortgeschritten, aber wir haben nur noch ein Level. Noch ein Level. Ich glaube, ich mache jetzt einfach einen verdammt langen Part, Leute. Sei es drum. Ich hoffe, die Datei wird nicht beschädigt. Das Problem habe ich ja leider manchmal. Okay, und weil wir alle Sternmünzen hier gesammelt haben, also jetzt bis zu diesem Level, meine ich, kommt jetzt das letzte. Genau, der letzte Level steht dir zur Verfügung, der vierte Stern. Und den fünften müsste es doch dann geben, wenn wir hier Flughörnchen-Finale. Aha. Wenn wir hier auch nochmal alle drei Münzen schaffen. Ich hoffe, wir kriegen hier einen Fluganzug. Ich wollte es auf jeden Fall... Oh ja, es sieht so aus. Oha, ja, hier ist ja... Kriegt man die ja hinterhergeschmissen. Was geht hier ab? Nein! Okay, das war doof. Was ist denn das für ein Level? Aber das heißt Scrolling nach unten, das heißt, wir müssen mit dem Flughörnchen immer schön auf Höhe bleiben. Na gut, wir wissen zumindest schon mal Bescheid, wie es funktioniert. So, dann bitte her mit dem Pilz. Und ich wüsste immer noch gerne, ich nehme die Parts gerade hintereinander auf, falls ihr mir jetzt in den letzten Parts schon geantwortet habt. Was ist mit diesem roten Block? Was soll das? Was hat man davon? Okay, jetzt gleiten wir einfach schön hin und her, wie beim Skifahren. Immer schön Slalom. Und wo kommen Münzen? Also Starcoins meine ich jetzt natürlich. Aha, da unten ist eine. Lassen wir uns direkt mal reinfallen. Uah. Sehr schön. Aber auch wieder eine nette Idee, ne? Also was es so in der Form noch nicht gab. Bislang nicht sonderlich schwierig, aber eine hübsche Idee. Oh, Münze. Wo? Nein! Okay, es ist nicht wirklich schwierig, aber wenn man sich treffen lässt, ist es natürlich vorbei. Das ist klar. Okay, auf ein neues. Ich habe jetzt zu sehr auf die Münze geachtet. Zu wenig auf die Flughörnchen. So, aber jetzt schaffen wir das. Auf geht's. Jedenfalls, wenn da nicht noch was extrem Fieses kommt. Oh Gott, ich brauche irgendwas zum Landen. Kann man hier landen? Nein. Verdammt, ich brauche eine Plattform. Da. Auf den Dingern. Damit ich wieder normal segeln kann. Lande, Luigi! Lande! Danke. Kommt das Ding nochmal wieder oder war es das jetzt? Das war's jetzt. Och nö. Ach, das war doof. Okay, keine Hektik. Wir wissen jetzt, das Ding kommt wieder, genau. Jawohl. Nein, wieso drücke ich R? Ich brauche was zum Landen. Okay, ein Vieh sollte auch reichen. Aber nicht, dass ich das verkacke. Oh, da ist noch eine Münze. Ein fieses Ding. Die hat uns ja mal gut veräppelt. Könnte hier bitte mal irgendwas zum Landen kommen, damit ich wieder vernünftig segeln kann. Wobei ich sehe gerade, wenn wir uns die ganze Zeit drehen, können wir... Nein. Oh, ich dachte schon, hier stirbt man, wenn man da nicht draufkommt. Okay.
Aber man hält auch die Höhe, wenn man sich so komisch dreht, sehe ich gerade. Ach ja. Das habe ich schon einige Male im Miiverse gesehen. Hier kann man sich doch bestimmt... Ja! Sehr schön. Oh ja. Gute Sache. Ich glaube, da mache ich nachher auch mal ein Foto von fürs Miiverse. Schön. Aber eine Münze brauchen wir noch, Leute. Es ist noch nicht ganz vorbei. Nette Idee, aber nicht sonderlich schwierig. Jedenfalls, wenn man sich nicht so blöd anstellt, wie ich jetzt gerade. Wenn man sich treffen lässt, ist es natürlich vorbei. Aber ansonsten eigentlich kein Problem. So, aber die erste Münze, die war ja eigentlich kein Problem. Wir haben sie nur versemmelt. So, Flughörnchen, Flughörnchen und noch mehr Flughörnchen, kommt her. Und los geht's. Die wilde Fahrt. So, wann kommt sie? In diesem fiesen Rad. War ja eigentlich kein Problem, nur dadurch, dass wir so komisch hin und her geeiert sind und es nicht geschafft haben, vorher zu landen. So, da kommt sie. Jetzt aber bitte genau rein. Perfekt. Wenn sie jetzt kein Scrolling-Level wäre, könnte man sich ja einfach nach unten plumpsen lassen. Da kommt ja eigentlich nichts mehr. Also jetzt beziehungsweise ganz unten ist wieder normaler Boden. Wenn ihr nach oben wollt, also wieder Boden gut machen, immer hin und her fliegen, wie beim Skifahren, weil ansonsten fliegt man, wenn man hier so gerade fliegt, fliegt man zu schnell runter. Ansonsten ist das Level eigentlich, ja, ziemlich easy. Aber schön, ich finde die Idee nett, so als Abschluss, seichter Abschluss vom New Super Luigi U Let's Play. Wunderbar. Ein schöner Download-Content, mir hat's gut gefallen, ich hoffe euch auch. Würde mich freuen. Und ich fände es auf jeden Fall auch super, wenn ich auch in Zukunft noch Let's Plays habe, auf die ihr Bock habt. Es kommen mir jetzt neue Titel mit Mass Effect 3 startet jetzt, oder ich weiß nicht, wann dieses Video hier rauskommt. Vielleicht ist es sogar schon? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Und Pikmin 3, das wird wahrscheinlich schon, weil es dann gerade Release ist und ich dann heiß drauf bin, könnte ich mir vorstellen, dass das dann schon gestartet ist. Ja, gibt's den 5. Stern? Ich gehe doch mal stark davon aus. Jawohl, Leute, da hört man den Sound. Du hast alle Sternmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Und damit den Abenteuermodus abgeschlossen. Dir wurde der 5. Stern verliehen. Jetzt kannst du jedes Tauthaus beliebig häufig besuchen. Gut, Leute, das war's. Das Spiel ist durch. Für alle Statistiker werde ich jetzt nochmal einen kleinen, hupala, Abstecher auf die Statistikinsel machen. Wo ist sie? Da, geheime Insel. Und dann war's das mit New Super Luigi U. Ich fand den Download-Content eine runde Sache, mir hat's gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet mit meinem Let's Play auch eine schöne Unterhaltung und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei zukünftigen Projekten wieder treu an meiner Seite steht, mir Kommis schreibt, Daumen hoch gebt und ja, mir zuschaut, dabei seid. Okay, Statistik, 11.658 Münzen, aha, 266 Sternenmünzen, so viele waren es also insgesamt, wir haben ja alle, nur 45 plattgestampfte Goombas, das ist irgendwie wenig. 339 Items. Die drei Dinger da unten, das ist nur für den Modus mit Multiplayer, wenn man auch der andere das Gamepad benutzt. Da kann man dann diese drei abmonde. Da gibt es dann versteckte Blöcke. Wenn der Mitspieler auf das Gamepad tippt, werden die sichtbar. Und dann kann man die von unten aktivieren und dann kommt ein Mond raus, der gibt drei Leben. Und diese Boostblöcke kennt ihr bestimmt auch. Damit, wenn der andere auf dem Gamepad tippt, kann man solche Blöcke als Hilfestellung hinsetzen. Ja. Ja, ich lese jetzt nicht mehr alles vor. Ihr seht die Statistik, ja. In diesem Sinne, Leute. So viel zur Statistik, so viel zu diesem wunderschönen Download-Content. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich freue mich auf kommende Titel. Ich hoffe, ihr auch. Also, bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Gordrak. Ciao.